Aus für Trainer Stöger beim 1. FC Köln 1 FC Köln und Trainer Peter Stöger trennen sich. Klub blieb 14 Ligaspiele ohne Sieg U19, Trainer Stefan Utunbeck übernimmt bis zur Winterpause. Die Ära Peter Stöger beim 1. FC Köln ist beendet. Nach 14 Ligaspielen ohne Sieg hat der Fußball-Bundesligist seinen Trainer beurlaubt. Auch Stögers Co-Trainer Manfred Schmidt wird den Verein verlassen. Bis zur Winterpause werde U19-Trainer Stefan Utunbeck die FC-Profis betreuen, teilte der Club am Sonntagmittag auf einer Pressekonferenz mit. Trennung stand schon Freitag fest. Wir haben in den vergangenen Tagen gespürt, dass unser gemeinsamer Weg zu Ende ist, und zwar unabhängig vom Resultat auf Schalke. Deshalb war es auch Peter wichtig, einen klaren Schnitt zu machen, bevor emotional und menschlich zu viel Negatives zurückbleibt, sagte FC-Geschäftsführer Alexander Werle. Audio starten, abbrechen mit Eskipappe 1. FC Köln trennt sich von Trainer Stöger. WDR 2, 3.12.2017, 2:47. Audio downloaded. Stöger selbst nahm nicht an der Pressekonferenz teil. In der Pressemitteilung des Clubs wird er zitiert: Am Freitag war klar, dass das Spiel auf Schalke unser letztes wird. Um sich voll auf diese wichtige Partie fokussieren zu können. Der 51 Jahre alte Stöger betreute die Kölner Profis seit dem 14. Juni 2013-2014 führte der Österreicher die Mannschaft in die Bundesliga zurück. In der Vorsaison schafften die Kölner als Tabellenfünfter nach 25 Jahren Unterbrechung erstmals wieder die Teilnahme am Europacup. Stand 3.12.2017, 14:08 Uhr.